Hallo und herzlich willkommen zum Projekt The Last Remnant. Ich kann euch herzlich begrüßen zu ja diesem doch spontanen Let's Play, denn ich habe dieses Spiel erst ja vor kurzem erworben und gemerkt, dass es tatsächlich ein Spiel von Square Enix ist. Zwar so ähnlich wie Final Fantasy, aber eben doch kein Final Fantasy. Zumindest stand es so in der Bewertung, die ich mir durchgelesen habe. Ja, ich bin jemand, ich lese mir vorher eine Bewertung durch, bevor ich ein Spiel kaufe. Zumindest habe ich mir das langsam so angewöhnt. Ja, ich bin gespannt, ob das die Bewertung so richtig war. Und ja, so das Musik und so weiter scheint ja schon ziemlich gut zu sein. Allerdings hoffe ich, dass die Story auch das hält, was sie verspricht. Ist das alles so richtig? Controller habe ich momentan keinen. Helligkeit, ich denke, das passt so einigermaßen. Ich würde gerne ein wenig leiser stellen, aber wo geht denn das? Ach, hier. Lautstärke. Ich denke, so dürfte das passen. Toll. Komm schon. So ist gut. Okay, los geht's, würde ich sagen. Square Enix. The Last Remnant.
Eieiei, das geht ja schon ziemlich prompt los. Oh. Schlachtkontrollen. Jetzt bin ich aber gespannt, wie die Steuerung von diesem Netzspiel ist. Ja, bitte? Um Ziele anzuvisieren, während das Drücken von Kampfbefehlen aussieht, wähle einen Befehl mit A oder brich mit B ab. Wieso kommt jetzt hier die Controller-Steuerung? Ach, egal. Oho, eine bessere Grafik, als ich erwartet hätte. Wen steuere ich denn gerade? Achso, ich kann alle auf einmal steuern. Gut, fangen wir mit ihm an. Hä? Achso, ich kann jetzt... Achso, das sind sogar Dreiergruppen, die angreifen. Hab alle meinen Angriff. Und Frauen natürlich auch. Oha, das scheint tatsächlich sehr taktisch zu sein, das Spiel. Flankenangriff, ja, macht alles ohne mich. Ich drücke ja keinen einzigen Knopf. Und da kommt der Angriff von hinten. Intervention. Boom. Okay. Ich begreife gerade nicht, was passiert, aber... Die scheinen das ja nicht schlecht zu machen. Oh, jetzt darf ich wieder. Okay, Wolkfeuer. Es ist wohl soweit, was? Alle, zieht euch zurück. Alle Nachzügler werden von der Explosion erwischt. Hey, was macht Elmer da? Sie ist zu nah dran. Die Abschlusssequenz des Gameboys ist vollständig. Nicht einmal Lord David kann ihn nun stoppen. Scheinbar kann er mit der Waffe die Waffe bedienen. Ist ja der Hammer. Alter Schwede. Ah. Boah, was eine Zerstörungskraft. Etwas hat ihn beschützt. Sein Anhänger. Irina! Was ist das? Kisama, ich bin ein Mann! Nani Mann? Nani? Tschüss! Oh je, meine. Ich raff grad gar nichts. Brokta-ka. Daijoubu da. Mukou ni hikari ga mieru. Soko kara deru. ゲイボルグの攻撃で地面が陥没。地下の洞窟へ落下。それだけだ。洞窟？幸い出口は近いから。
Was war das für eine dumme Frage? Höhle?心配するな。ここを出たらたっぷり話を聞いてやる。覚悟しておくんだな、ミッテム。俺が見て？なぜあの戦場にいた？我らが戦力を探りに来たのだろう。俺は妹、イリーナを探してただけだ。イリーナ？貴様の名は？ラッシュ、ラッシュサイクス。ラッシュ、サイクス。 妹を探していると言ったな。何があった？言え。俺たちはユラム島で暮らしていた。 Samuel kommt jetzt die Erzählung zu dem Ganzen. とか言うんでしょ。何すねてんだよ。ビジュストーンだ。 ほら、やっぱり。だから、あなたたちにもエリシオに来てもらおうと思って。本当勝手なんだから。この発見はレムナントの新しい医療法につながるはずだ。そうなれば人々の暮らしはより、お前たちのことが先だな。すまない、寂しい思いをさせてしまった。あなた、毒蜂か。ああ、それでだ。そちらに迎えを送る。準備しておいてね。ラッシュ、イリーナを頼むぞ。 時間切れか。父さん喋りすぎだよ。<笑>不安なのか。うん、私この島から出たことないから。<笑>でも大丈夫。 もうすぐみんなで一緒に暮らせるから。そうだな。え？なんだ？ Was ist das? Boah! Der hat gesessen. Eieiei. Kam die Secret Power mal wieder zu... Naja, knapp zu spät.
突然空飛ぶ化け物が襲ってきて、妹のタリスマンが不思議な光を放った。わからん。そんな話を信じろと。嘘じゃねえって。ともかく、まずはここから出るぞ。お前も一緒に来い。Emma ist der Gruppe beigetreten. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Was ist das? Es ist ein Schatz, eine Art Artefakt. Es gibt recht viele von ihnen. Artefakt, hm? Könnte eine ganze Menge Dinge drin sein. Finde es heraus. Binde es. Binden? Was meinst du damit? Du musst ein Artefakt binden, um es zu benutzen. Strecke einfach deine Hand aus und bitte es, dir zu zeigen, was in seinem Inneren steckt. Es ist so einfach, dass sogar du es tun kannst, solange niemand anderes es zuvor gebunden hat. Das ist genau wie bei Final Fantasy. Doch, eigentlich bei den meisten Final Fantasies wartest du, dass man irgendwas gefunden hat, wo man dann alles weglooten kann. Ein Breitschwert. Zufällig. Danke. Nehmen wir doch gerne mit. Ein Schwert, ja? Ich denke, du kannst es behalten. Damit wirst du nicht ganz so nutzlos sein. Dankeschön. Ich werde daran denken, wenn ich das nächste Mal die Haut treffen muss. So, das Breitschwert ausrüsten. Kriegen wir gerade noch hin. So, ist gut. Okay. Da kann ich auch speichern, wenn ich das richtig gelesen habe. Jawohl. Emma. Vorsicht! Ist es das, was du zuvor bekämpft hast? Ja, Monster. Sieht aus, als kämen wir nicht an ihnen vorbei. Greife sie an, bevor sie uns entdecken. Durch Drücken von RT, Dankeschön, können Monster innerhalb einer bestimmten Reichweite angegriffen werden. Okay. Was ist mit diesem Vorteil-Nachteil-System? Ja gut. Ach so, es schreckt mir gerade den Rücken zu. Das heißt, langsam zurückgehen. Okay. Wie soll ich es jetzt angreifen? Ich brauche noch mal ein bisschen Instruktion, bitte. RT. RT. Was könnte das sein? Ich muss es kurz nachschauen. Finde ich es leicht asozial, dass hier nicht angezeigt wird, welche Tasten ich drücken muss, wenn ich die... Scheiße. Verstehe, das war die mittlere Maustaste. Schlacht. Jede Instanz hier in der Schlacht teilnimmt wird als Einheit bezeichnet. In der Schlacht wirst du alliierte Verbände in groß abgelegenen Angriffen anführen. Die einzelnen Anweisungen, die du geben kannst, nennen sich Kampfbefehle. Oben rechts am Bildschirm befindet sich eine Schlachtnavigationskarte, die alle in der Schlacht befindlichen Verbände anzeigt. Okay, eigene Truppen etc. etc. Kampfbefehle. Kampfbefehle auswählen. Okay, also klassisch. Improvisiert. Das bin ich ja fast geneigt zu drücken. Ach komm schon. Was
will der jetzt? Okay. Okay, one hit. Das nehmen wir doch gerne. Das kommen jetzt die auf einmal her. Wenn Verbände in Nahkampf gestellt werden, nennt man dies Blockade. In diesen Situationen müssen beide Seiten so lange kämpfen, bis nur noch eine übrig ist. Das klingt logisch. Während einer Blockade ist das Zielen beeinträchtigt, nur benachbarte Verbände können anvisiert werden. Wenn neue Ziele in benachbarten Verbänden anvisiert werden, können bestimmte Befehle die Blockade aufheben. Wird die Blockade aufgehoben, hat der gegnerische Verband einen freien Angriff. Ein solcher Zug wird also gut überlegt sein. Okay. Ah, die kämpfen sogar noch während des Lebens miteinander. Ich erstmal einen normalen Angriff machen. Schon. Zack. Sieg auf ganzer Linie. Nach dem Kampf. Oh, danke. Lalalala. Oh, da ist schon der Ausgang. War aber eine kleine Höhle. Nanda. Sag nicht. Endboss Time. So, so. Gut, dann wird es Zeit für den ersten Endboss-Kampf. Ich würde sagen, im ersten Kampf kann man immer auf Taktik und alles einen dicken Haufen setzen. Moment, die große rote blaue der große rote und blaue Balken oben am Bildschirm ist die Moralanzeige. Sie misst deine und des Gegners Kampfeswelle. Wenn die Moral steigt, werden Angriffe effektiver und stärker. Fällt die Moral, dann wird die Abwehr schwächer und Verbände fügen weniger Schaden zu. Die Moral schwankt, abhängig von der Leistung beider Seiten im Kampf. Mach es dir zur Gewohnheit, die Moral deiner Truppen im Auge zu behalten. Cool. Ich muss sagen, coole Features. Ist ein Endboss, also nicht mal mit Kampfkünstlern greifen. Es kommt Blockade? Genau. Na klasse! Tolle Nullrunde war das. Angriff mit Kampfkünsten. Ach, greif mir mal normal an. Was ist denn das? Machen keinen Damage. Oh, oh, oh. Was ist das für eine Kraft? Na, let's go. Oh yeah, der hat gesessen. Nein, richtig cool. タリスマンの話は本当だったか。ダビッド様、私のためにこんなところまで申し訳ありませんでした。お前が無事でよかった。彼は サイクス博士の息子だそうですが。分かった。アスラム四将軍が一人、トルガルと申す。我が主アスラム公爵閣下よりお礼の言葉がある。こちらへ参られ。 Oh yeah. Waga, Emma Honeywell を助けてくれたことに感謝する。貴公の妹のことだが、賊が我がアスラム領内に逃げ込んだとあれば見過ごすわけにはいかない。
アスラムまでご足労願おう。は？つまり公爵閣下は貴公の妹探しを手伝うとおっしゃっているんだ。大丈夫だ。俺、空飛ぶ光を追いかけてここまで来たけど、この先どうしたらいいかわからなかったんだ。でも、あんたみたいな偉い人が助けてくれるなら、なんとかなるかもしれない。ありがとう。俺はラッシュサイクス、ラッシュでいい。あんたは？アスラム公爵、ダビッド・ナッサーだな。ダビッドで構わん。ありがとう、ダビッド。では、アスラムへ戻って情報を集めるとしよう。全軍、直ちにアスラムに帰還する。よし、参ろう。ダビッド、早く行こうぜ。いい加減にしろ、この無礼者。アスラム公爵を捨てにするとは何事か。なんだよ、別にいいだろ。意外と単純でしたな。これならばまだ分からんさ。Wieder mit dem geredet hat. Ah, ist das super. Jetzt betreten Atom. Ich bitte darum. Allerdings wird das erst im zweiten Part sein, denn der Party ist rum. Und ich hatte schon mächtig viel Spaß, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet ihn auch. Bis zur nächsten Folge. Ciao.